stell dir dein Leben doch einfach mal als ein großes Haus vor. Ein Haus mit vielen Räumen, vielen Zimmern, ein Lebenshaus. Dein Leben. Du bist der Boss in deinem Haus. Es ist dein Haus, es gehört dir. Dein Leben. Nun stellst du auf einmal fest, huch, in einigen von meinen Räumen passiert was Komisches. Und du schaust nach und stellst fest, da haben sich irgendwelche Leute eingenistet. Da sind irgendwelche Typen reingekommen. Was machst du? Du sagst natürlich raus hier, ich habe euch nicht eingeladen. Was macht ihr hier? Du sorgst dafür, dass sie rauskommen. Wenn sie nicht wollen, wirst du energischer. Du wirfst sie raus. Das ist wichtig, denn du willst nicht, dass irgendetwas Komisches in deinem Haus da passiert. Vielleicht sind die auch stärker oder bockiger oder hartnäckiger und du brauchst Hilfe. Aber auf jeden Fall wirst du dafür sorgen, dass sie rausgeschmissen werden. Stimmt's? Du willst nicht, dass in deinem Haus irgendetwas passiert, dass da irgendwelche Leute irgendwas machen außerhalb deiner Kontrolle, außerhalb von dem, was du zulassen möchtest. Erinnerst du dich noch vor Jahren an diese Hausbesetzer-Szene? Da haben vor allen Dingen Studenten in den Großstädten Häuser besetzt, aus der Not heraus, weil es nicht genug Wohnraum gab. Und sie haben einfach das Haus beansprucht und gedacht, da wohnen wir jetzt und wir gehen auch nicht raus. Und nur unter großem Aufwand konnten die daraus entfernt werden. Nun, ich möchte das nicht überstressen, das war ja auch aus einer realen Wohnungsnot heraus entstanden. Aber eigentlich ist genau das, wie du dir die Aktivitäten von dämonischen Mächten vorstellen kannst. Du hast ein Lebenshaus und irgendwie will der Feind reinkommen und Räume besetzen. Er will irgendwas machen, heimlich, ohne dass du es siehst, ohne deine Kontrolle, und irgendwas errichten und dann immer mehr Raum greifen, immer mehr Raum greifen. Und wenn ein Lebenshaus von diesen Besetzern komplett übernommen ist, dann spricht man davon, dass eine Person besessen ist. Genau, das ist hier das Bild. Dazu braucht es aber natürlich nicht zu kommen. Jeder Mensch auf dem gesamten Globus hat so ein Lebenshaus. Und in jeden einzelnen Menschen versucht der Feind reinzukommen und irgendwelche Räume mehr oder weniger zu übernehmen. Und du musst aufpassen, du musst weise sein. Du musst zuerst mal die Türen geschlossen halten. Du musst sehr vorsichtig sein, was lasse ich denn rein? Durch Internet, durch Fernsehen, durch Freunde, durch Reden. Das sind alles Dinge, die in dein Lebenshaus hineinkommen. Mit welchen Leuten habe ich Umgang? Was bringen die mit, was in meinem Lebenshaus sich dann einnistet? Und wenn du dann merkst, hey, da ist einiges, was da mir nicht gefällt, dämonische Aktivitäten, dann fängst du an, dagegen anzugehen. Du sorgst dafür, dass es rausgeschmissen wird aus deinem Leben. Und im größten Teil aller Fälle von solchen Aktivitäten kannst du selbst dafür sorgen, dass diese Mächte, diese Dinge, die da in deinem Leben passieren, rausgeworfen werden. Wir haben sehr gute Literatur dazu, die wir dir empfehlen können. Du bist der Boss in deinem Haus und du sagst, was geht und was nicht geht. Und du lässt nicht zu, dass Dinge dich da in irgendeiner Weise manipulieren. Vielleicht brauchst du Hilfe, weil du merkst, es geht nicht alleine. Dann ist es natürlich gut, Pastoren zu suchen, die sich in diesem Bereich auskennen und tatsächlich aktiv Hilfe zu bekommen, damit das rausgeworfen wird und damit dann die Türen auch zubleiben. Es ist richtig wichtig. Jesus selbst gebraucht im Bild, wenn er von dämonischen Mächten spricht, ein Bild von einem Haus. Und deshalb ist es etwas, wo wir dir sagen, pass auf, was in deinem Lebenshaus passiert. Pass auf, was in deinem Lebenshaus stattfindet. Sei dir bewusst, wer du bist. Du bist der Chef von dem Haus. Lass nicht zu, dass Dinge, die in deinem Leben passieren und die du nicht möchtest, da einfach Raum greifen. Das betrifft alle Arten von dämonischen Aktivitäten. Vom kleinsten miesen Gedanken bis zu echter Gebundenheit. Das betrifft Süchte. Das betrifft jede Art von Bindungen, jede Art von Zwanghaftigkeit. Auch einige Krankheiten, die damit verbunden sind. Psychische Probleme. Du kannst in Position kommen, wenn du ein Kind Gottes bist und sagst, ich beginne jetzt zu herrschen und zu regieren über diesen Tempel, dieses Lebenshaus, was der Herr mir gegeben hat. Und ich werde nicht zulassen, dass der Feind hier irgendwas macht, was mir
oder meinem Herrn missfällt. In dem Sinne, sei da aktiv. Geh richtig aktiv voran und halte dein persönliches Lebenshaus rein und sauber und so, dass es dem Herrn wirklich wohlgefällig ist. Ich glaube, Gott hat wirklich viel, viel mehr für dich.